Heute siehst du bei den Spielmonstern. Der Junge, er scheint wirklich gut zu sein. Warum beobachten die uns? Die hacken bestimmt was aus. Ich muss was tun. Immer samstags, manchmal mittwochs, aber immer 15 Uhr. Familie Spielmann. Willkommen bei den Spielmanns. Tschüss, Mama. Tschüss, Erik, und viel Spaß in der Schule. Danke. Da ist dieses verfallene Haus wieder. Irgendwie ist das gruselig. Aber irgendwie ist es auch voll cool, dass es so gruselig ist. Wer ist das denn? Der sieht gar nicht ängstlich aus. Die meisten, die an meinem Heim vorbeigehen, haben oft Angst. Dabei war das alles mal wunderschön. Wer hier wohl mal gewohnt hat? Bestimmt eine Familie. So groß, wie das aussieht. Der Junge muss doch bald in die Schule. Ich glaube, ich muss mich beeilen. Ich muss doch in die Schule. Woher kommt denn das? Okay, vielleicht habe ich mich verhört. Das Miauen hört sich gar nicht gut an. Was macht der Junge nur? Er muss doch zur Schule. Er darf doch nicht zu spät kommen. Das hört sich gar nicht gut an. Hey, Erik. Kommst du mit uns mit? Die Schule beginnt gleich. Wohin gehst du eigentlich? Ich habe gequältes Miauen gehört und wollte gucken, woher das kommt. Ach, Erik, aber die Schule beginnt gleich. Komm, wir fahren gemeinsam. Fahrt ruhig schon vor, ich komme nach. Na gut, dann bis gleich. Der Junge, Erik ist wohl sein Name. Er scheint wirklich gut zu sein. Ach, du Arme. Was hast du denn gemacht? Na komm, du Kleine. Meine Güte, sie hat es aber eilig. Der Erik ist ein wirklich guter Junge. Dass er einfach der Katze so hilft, völlig selbstlos. Oh, ich muss los. Er hilft und riskiert es, zu spät zu kommen. Wie toll von ihm. Puh, gerade noch geschafft. Das war knapp. Hey Erik, du hast es noch geschafft. Und, hast du noch was gefunden? Ja, da war die Katze, die Hilfe gebraucht hat. Ach, die hätte sich doch auch irgendwann alleine befreit. Die war aber noch sehr jung, die Katze. Er hat so eine gute Seele. Ich möchte ihm auch was Gutes tun. Irgendwas erfreut ihn sicherlich. Du stehst im Weg, Erik. Was soll das? Dann steh nicht im Weg, Erik. Was ist das nur für ein böser Junge? Erik, Mann, nenn es doch mal. Du stehst im Weg. Lenny, hör auf damit. Pft, dieser Lenny, wie kannst du dir das nur gefallen lassen? Ach, ich will mich einfach nicht auf seinem Niveau herablassen. Okay. Zum Glück nehmen ihn seine Freunde ein bisschen in Schutz. Aber irgendwie muss ich Erik helfen. Er hat es verdient. Warum beobachten die uns? Die hacken bestimmt was aus. Die sollen mal aufhören, ständig Ärger mitzustiften. Aber lass uns doch was spielen. Sonst ist die Pause immer so langweilig. Gute Idee. Wir können ja wieder Fangen spielen, oder? Ja, lass uns Fangen spielen. Wollen wir die anderen fragen, ob die mitspielen? Ja, das macht mehr Bock, wenn viele da sind. Ich frag mal, die anderen stehen da hinten. Ich bin gleich wieder da. Ich hoffe, der lässt mich endlich mal in Ruhe. Ich habe ihm gar nichts getan. Erik, bist du blind und stolperst einfach überall? Das ist echt uncool. Was soll das? Ich habe gar nichts gemacht. Doch, hast du. Du lügst. Lenny muss echt mal lernen, dass das nicht in Ordnung ist, was er da macht. Das geht einfach nicht. Du bist ein Spinner. Ich gehe gleich zum Lehrer und sage ihm, dass du lügst. Lenny! Ich muss was tun. Mein Hintern! Warum lacht ihr? Das war witzig. Das sah total lustig aus. Woher kam denn plötzlich die Bananenschale? Da warst du wohl blind, Lenny. Wir müssen so lachen. Lenny ist elegant geflogen. Aber woher kam denn plötzlich die Schale? Das wüsste ich auch gerne. Also warst du das gar nicht? Nee, natürlich nicht. Dann hast du vielleicht einen guten Geist als Freund, der dich beschützt. Und der Lenny mal eine auswischen wollte. Oh, so ein freundlicher Geist als Freund wäre schon echt cool.
Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du hier auf noch mehr tolle Familie Spielmann-Videos klicken oder am besten gleich unseren Kanal abonnieren, damit du die neueste Folge auf gar keinen Fall verpasst. Wir sehen uns!